Grüß euch und hallo zusammen. Jetzt muss ich euch mal mein Sorghum-Silo vorstellen. Es sind ja viele von euch dabei, die immer wieder fragen, ja, wie ist das jetzt mit der Sorghum-Silage? Wird sie gut gefressen? Wie sind die Futterwerte? Wie ist das? Machst du das nochmal? Boah, jetzt ist soweit, Futterwerte sind gekommen und die Futterwerte sind gar nicht gut. Also wir haben für diejenigen, die schon mal Kühe gefüttert haben, wir haben 4,68 Megajoule Nel in dem Sorghum-Silo und 99 Gramm NXP, das ist unterirdisch, also da kann man keine Milch melken. Liegt wahrscheinlich daran, dass wir einfach zu spät gehäckselt haben. Also ich habe das erste Mal ein Sorghum angebaut und es hat geheißen, ich soll keine Versuche machen und ich soll den häckseln, wenn er in der Milchreife ist. Und naja, und dann hat der Häcksler nicht Zeit und dann, ja, wie es halt ist, und dann waren wir da vielleicht auch schon ein, zwei Wochen zu spät dran. Aber auch zwei Wochen früher wären die Futterwerte nicht viel besser gewesen. Also wenn man sich das hier anschaut, das ist also das Silo, wo das Sorghum drauf ist. Da hat man also unten den verhagelten Hafer, den ich da unten eingehaut hat, Wiesengras und Kleegras, zum Teil aus Grünwald, zum Teil hier vom Hof. Vom Hof nicht viel, weil da hat es uns ja auch den ganzen zweiten Schnitt verhagelt gehabt. Und oben drauf den Sorghum. Und wenn ihr jetzt da mal her schaut, wir haben hier ein richtiges Schimmelproblem auch noch. Also das ist wie eine Art Nachgärung, obwohl ich eigentlich einen recht guten Vorschub habe. Ich glaube aber, also wenn man das anriecht, der ist, ja, das riecht so ein bisschen, wie wenn er nicht ganz perfekt durchsiliert wäre. Was vielleicht auch daran liegt, dass einfach zu wenig Zucker und zu wenig Energie drin steckt. Auf jeden Fall ist es im Moment so, dass ich auf der gesamten Breite den Sorghum runterhacke und wegschmeiße. Also da ist der Haufen und dann haben wir jetzt erst vor, ja, letzte Woche weggefahren und es ist schon wieder ein ordentlicher Haufen Futter da. Also Fazit von diesem Jahr auf Sorghum ist außer Spesen nichts gewesen. Das hätte ich mir einfach sparen können. Ja, wie geht's weiter? Also nach der Erfahrung von diesem Jahr muss man eigentlich sagen, machen wir einen Haken dahinter, war ein netter Versuch, aber machen wir nie wieder. Ja, jetzt ist aber so, einmal ist kein Mal und um wirklich da einen Versuch bewerten zu können, sollte man das natürlich auch wiederholen und eigentlich hat mir die Kultur auch ganz gut gefallen. Jetzt bin ich halt am Überlegen, wie ich das dann im nächsten Jahr mache. Also Plan war ja eigentlich nach dem Wickrocken, das ist ein 2-Hektar-Feld, danach eben die Hälfte ein Stangenbohnen-Mais-Gemenge zu säen. Und auf der anderen Hälfte eben den Sorghum. Also was ich mir vorstellen könnte, ist, dass man in der Mitte den Mais baut und außenrum Vorgewände und die Sachen einfach den Sorghum vielleicht ein bisschen dicker sät und dann wirklich schaut, dass man im Schossen, also nicht wenn der Sorghum 3 Meter hoch ist, sondern halt vielleicht so brusthoch, der richtige Schnittzeitpunkt wäre, glaube ich, so wie hier Ende August. Da wird dann noch genug Energie und Eiweiß drinstecken. Den Sorghum mäht mit dem Frontmäherwerk, mit dem Aufbereiter, schaut, dass man irgendwie so 12, 15 cm Schnitthöhe zusammenbringt. Ich weiß nicht, ob es da vielleicht Hochschnittkufen fürs Mähwerk gibt oder dass man einfach mit den Spannketten aufhebt, dass die Fronthydraulik nicht weiter runter geht, muss man mal schauen. Mit dem Frontmäherwerk und einem Aufbereiter mäht im Schlag und dann mit dem Feldhäcksler, also ich habe unten in meiner Halle habe ich 2 alte Feldhäcksler. Also einmal einen alten Köhler Caravelle. Dieser Köhler Caravelle, den hat mein Vater, ja, damit hat mein Vater schon siliert. Der läuft eigentlich, also der funktioniert. Der ist, naja, vielleicht vor 20 Jahren das letzte Mal gelaufen, haben wir Heu in den Mischwagen gehäckselt. Das ist der alte Köhler Caravelle.
eigentlich ist alles dran. Tasträder fehlen, Pickup müsste man ein bisschen überarbeiten. Aber wie gesagt, eigentlich müsste es laufen. Keilriemen, ja, haben auch noch Spannung. Reifen sind natürlich nicht mehr ganz so gut, aber sie halten noch Luft. Diese Köhler-Karavelle ist ja ein Scheibenradhäcksler. Und da sieht man hier, das ist das Scheibenrad mit den Messern und den Wurfschaufeln. Drei Messer sind montiert. Man sieht, da haben wir das letzte Mal Stroh gehäckselt. Da ist noch Stroh drin. Aber es dreht sich alles. Messer sind, naja, müsste man halt scharf machen. Schauen, dass die Gegenschneide wieder passt. Ja, aber das schaut alles nicht so schlecht aus. Den könnte man schon herrichten. Prinzip von dem Häcksler ist, da vorne ist die Pickup, die nimmt dann das Gras oder den Sorghum auf, fördert es hier in die Schnecke, die führt es zusammen und geht dann über den Schrägförderer und die Presswalzen in die Häckseltrommel. In den Häcksler, Häckseltrommel ist es ja nicht. Und wird dann von den Messern eben klein geschnitten und von den Wurfschaufeln über den Auswurf in den Anhänger befördert. Das wäre ein schönes Restaurationsprojekt, Oldtimer Häckseln am Stollhof. Na, mal sehen. Das mache ich da mal wieder zu, dann können die Mäuse wieder brüten. Oder ich habe auch noch einen alten Johalland. Ja, das ist eigentlich so eine Kombination aus Schlegel- und Scheibenradhäcksler, der eigentlich ganz gut ist für einen stehenden Bestand. Denn, ja, der ist, ich habe mal, ja, das ist ewig her, also da, wo ich meine Lehre gemacht habe, da stand der Häcksler. Und irgendwann in den, wann waren das? Ja, das ist jetzt auch 30 Jahre her oder so, haben wir ein GPS-Gemenge gehabt mit Wicken und so, das sich nicht wechseln hat lassen. Und da haben wir den Häcksler geholt und wollten ihn eigentlich abkaufen, aber er hat nie einen Preis gesagt und jetzt steht er halt immer noch da, der Häcksler. Aber vielleicht wird das Ding funktionieren. Also. Und da war der zweite Häcksler. Das ist, wie gesagt, so ein New Holland. Schlegelhäcksler, nennt sich Double Chop. Der hat also unten drin, jetzt kann man mal schauen, ob wir mal aufpacken. Also Luft ist drin in den Reifen, das ist ja schon mal gut. Die Reifen schauen auch nicht so schlecht aus. Mal schauen, ob es da aufgeht. Ah, ist schon länger nicht mehr aufgemacht worden. Also, mal schauen, ob ihr das seht. Also der hat hier ein Schlegelhäcksler. Und die Schlegel schmeißen dann das Futter auf diese Schnecke. Und diese Schnecke fördert es dann in den Scheibenradhäcksler. Die Häckselqualität von dem Ding ist gar nicht schlecht. Wie gesagt, wir haben da schon mal ganz Pflanzensilage, so eine Wickrocken-Geschichte weggehäckselt. Wäre das modernere Gerät, aber es hat halt keine Pickup. Aber vielleicht, wenn man den entsprechend hoch auf die Stoppel legt, vielleicht wird das ganz gut wegnehmen. Tendenziell, glaube ich, wäre das Ding das einsatzbereitere. Der Grund, warum ich mir über die zwei alten Feldhäcksler Gedanken mache, ist, ich möchte sie ja in Schlag mähen und einen Tag liegen lassen und dann direkt aus dem Schlag weghäckseln. Und da ist es natürlich, der Lohnunternehmer wird da ganz viel Freude haben, wenn er mit seinem 600 PS Class Jaguar kommt und hat dann 3 Meter Schlagen und nach einem Hektar ist Feierabend und dafür fährt er dann 30 Kilometer her, also 15 hin und 15 her. Wenn wir das machen, dann müssten wir das schon selber weghäckseln, weil sonst ist das eigentlich energetischen Blödsinn. Na, mal sehen, was die zwei Häcksler können und ob die. Wir werden sie mal irgendwann einfach früher mal raufholen und mal durchschauen und vielleicht dann beim ersten Schnitt einmal Probe häckseln, einfach mal schauen, was sie packen, ob man mit dem New Holland aus dem Schlag häckseln kann und was der alte Köhler macht. Oh, und dann sehen wir weiter. Ja, und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt es mal einen Daumen hoch und pfiat euch. Bis zum nächsten Mal.